Ich bin Brasilianer und hab bei Bayern gespielt, aber auch im Norden beim HSV. Heute ist es, glaube ich, etwas schwieriger. Wer bin ich heute? Schreibt's unten rein in die Kommentare. Hey! Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Adventskalender-Türchen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern gab es am 3. Advent eine schöne, saftig-knaftige Verlosung. Also solltet ihr das gestrige Türchen verpasst haben oder euch nicht angeguckt haben, schaut's euch gern jetzt nochmal an und nehmt beim Gewinnspiel dran teil. Ganz genau, ich bewerte heute Teams. So wieder 3-4 Stück, ihr hattet ja wieder zahlreich Kommentare geschrieben, nicht nur bei den Adventskalender-Videos, sondern halt auch bei den Teambewertungsfolgen. Über 400 Kommentare, dass ich alle Teams nicht bewerten kann, ist, denke ich mal, klar, schon gar nicht in einer Adventskalender-Folge. Es wird aber auch wieder normale Teambewertungsfolgen geben. Des Weiteren bin ich ja heute Abend auch live nach der 20-Uhr-Folge und heute am Montag haben wir halt auch ein bisschen, sage ich mal, mehr Zeit für die Teambewertungen, auch im Livestream, dass ihr mir eure Namen reinschreiben könnt, etc. So, aber ich starte hier mit dem Simon. Simon04. Schauen wir mal, was er hier für eine Mannschaft hat. Simon04 hat einen 95er, 96er Team, schreibt er. Und das ist er hier. Okay, das ist aber jetzt nicht sein Hauptteam, oder? 89. Okay, ich glaube, er spielt versus Angriff. Oh, Simon. Das ist jetzt mal, Leute, F in die Kommentare für den gefallenen Simon. Also, das Team bewerte ich jetzt nicht, weil es nicht sein Main-Team ist. Das ist sein Versus-Angriff-Team, sein Division Rivals-Team. Leute, wirklich, F in die Kommentare für den gefallenen Simon. Ja, kommen wir jetzt zum ersten von Borans Team. Borans von Balkanismus. Das ist er hier. 100er Team. Dafür gibt es schon mal 5 Punkte. Und er hat hier einen Di Maria, einen David, einen Mbappé, Valbuena, Kanté, Junuzovic, Shaw, Maguire, Thiago Silva, Wan-Bissaka. Welche Spieler kenne ich nicht? David hat aber, ja, gute Stats, Freeze-Karte. Mbappé, Valbuena, auch stabile Stats. Maguire, der doch, ja, wollten sagen, also Harry Maguire ist doch 50 Tempo. Thiago Silva ist jetzt auch nicht der schnellste, aber 61 ist auch zu wenig. Luke Shaw ist ein geisteskranker Linksverteidiger und Wan-Bissaka ist auch ein überragender Außenverteidiger. Und Sergio Asenio hat auch gute Torwart-Stats. Ich würde dir für dieses Team 4 Punkte geben. 5 ist zu viel, 3 wären zu wenig. Deswegen gebe ich dir 4 und somit landest du bei 9 von 10 Punkten, lieber Boran. So, Fabio 10, eSport Flex. Was für ein Name, eSport Flex. Mal gucken, ob ich ihn finde. eSport Flex, FC Bayern München, das ist er. 94er Team, gibt es 3 Punkte für. Lieber Fabio, und auch einen David vorne drin. Ein Rodrigo, Mbappé, Savanier. Ja. Sag mal so, er ist jetzt kein geisteskranker ZOM, aber auf jeden Fall ein ZOM, den man da mal reinstellen könnte. Valverde, Allrounder, so wie Goretzka in der Bundesliga. Ist der Valverde. Aber ist Valverde nicht sogar richtig, richtig klein? Okay, 1,82. Okay, richtig klein jetzt nicht, aber 1,82 ist jetzt auch kein Riese. Aber ich glaube, Ander Herrera, wie groß ist er? Er ist auch 1,82. Huch. Aber Ander Herrera hat auch sehr gute Stats. Also auch so ein Allrounder wie Valverde. Dann haben wir D'Ambrosio. Ein guter Rechtsverteidiger. Izzo. Romagnoli ist deutlich besser. Und Juan Bernat als Linksverteidiger. Ja, Schuld daran, dass du hier keine 10 von 10 bekommst, ist natürlich Juan Bernat und Perin hat richtig gute Stats. Über 100 hier Ballsicherheit, Hechten, Reflexe, die Werte, die man für einen Torhüter braucht. Natürlich Positionsspiel ist auch wichtig, aber 92 ist jetzt auch nicht zu wenig. 94, 3 und für dieses Team gebe ich dir auch nochmal 4. Ich finde, das ist jetzt nicht deutlich schlechter als das andere und das auch nicht deutlich besser, deswegen gebe ich dir auch 4. Und somit landest du bei 7 von 10 insgesamt. So, 2 Teams machen wir noch, würde ich sagen. Elias 018. Champions Elite. Also heute läuft's, Jungs. Heute läuft's. Name eingegeben. Bam, bam. Und sofort ist das Team da. Ben Yedder. So ein richtig ekelhafter Stürmer. Also Ben Yedder, richtig geile Karte. Calvert-Lewin, William, Mbappé, Ander Herrera, Harry Hayne oder Harry, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Hat aber auch für so ein Ire von Aston Villa, hat aber auch schon 86. Also für einen 86er, wenn ich den mit einem 85er Herrera vergleiche, hat Herrera dann doch schon, ja, allgemein bessere Stats, sage ich mal. Aber ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, der ist komplett schlecht oder so.
Perrault von State Brest aus der Ligue 1. Gibt's auch bessere Linksverteidiger. Bender als Innenverteidiger kann man machen. 67 Tempo ist auch in Ordnung. Guyavogi eigentlich kein Innenverteidiger, müsste eigentlich einen Punkt Abzug für geben, hat aber auch gute Stats. Guyavogi ist definitiv klar. Und Baumann im Kasten. Ich finde, das ist das Team. Also Offensive, wenn es jetzt so weitergegangen wäre mit Ben Yedder, Calvert-Lewin und so in der Rubrik, aber ich gebe dir, glaube ich, 3 Punkte. Ich gebe dir 3 Punkte, du kriegst aber 4 Punkte für die 95er. Deswegen hast du auch 7 von 10. 7 von 10 auch für dich, lieber Elias. So, das letzte Team. Auch ein, ja, komischer Name, Kürbisvogel. Habe ich das richtig gelesen? So ist es. Kürbisvogel, Foodstars, das ist er. 100er Team, dafür gibt es 5 Punkte. Die volle Hand kriegst du. Und er hat einen Ben Zbaini. Ihr wisst, Ben Zbaini bin ich jetzt nicht so der Fan. Alaba, Thiago Silva kann man machen. Cancelo ist gut. Gündogan ist gut. Ödegaard ist auch gut. Goretzka, Dembélé, Dia und Griezmann und Rodak im Kasten. Ich finde, da geht nochmal natürlich deutlich mehr. Aber 5 Punkte wären zu viel. Das wollte ich damit sagen. Und 3 Punkte wären zu wenig. Deswegen gebe ich dir 4. Und somit landest du bei 9 von 10 insgesamt. Lieber Kürbisvogel aka Felix. Und das war's jetzt hier für die heutige Adventskalender-Folge. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr zur 20 Uhr FIFA Mobile-Folge und danach im Livestream, weil ich bin dann heute auch wieder live. Schaltet rein und ich bin jetzt hier raus. Wünsche euch einen schönen Tag und haut rein. Tschüssi.